Ari sagt Hallo und guten Tag zur Realität heute am 24. Dezember 2023. Ja, heute am Weihnachtstag, am Heiligabend, wie man ja diesen Tag benennt. Da haben wir jetzt den heiligen Nachmittag und ich bin unterwegs Richtung Strand, wollte euch das Geschehen am Strand dann auch zeigen. Und Parkplatz hinter mir, der ist richtig voll, also so viele Autos geparkt, also ich bin überrascht. Auch was jetzt hier so unterwegs ist, die Menschen, die sind ja jetzt alle nicht in Weihnachtsvorbereitung, sondern die genießen ganz einfach jetzt hier den Tag. Und ich möchte euch dieses Leben, dieses Treiben bzw. das Ambiente dann hier am Weihnachtstag vorstellen. Ich komme dann auch darauf, weil ich gefragt wurde, was denn für uns hier am Weihnachten wichtig ist, dann komme ich dann drauf. Jetzt natürlich nicht, dass man im Kreis seiner Familie oder Freunde oder Bekannten ist, sondern das ist selbstverständlich, da braucht man ja nicht drüber reden. So, ich wähle den anderen Weg, da sind sehr viele Menschen jetzt hier unterwegs und deswegen fahre ich jetzt hier die zweite Reihe lang. Ja, was ist denn wichtig? Außer Freunde, Familie. Für jeden hat ja irgendwie das Weihnachtsfest auch einen anderen Stellenwert oder wichtige Sachen, die gemacht werden oder auf die man sich freut. Also ich freue mich auf jeden Fall, dass ich draußen sein darf. Das heißt, unterwegs sein darf, dass es schönes Wetter ist, Bewegung. Heute Morgen am Strand, es war wieder sehr, sehr schön, eindrucksvoll. Und jetzt freue ich mich auf den Spaziergang. Ich werde wohl doch mehr oder weniger dann auch zu Fuß gehen nachher. Dann vielleicht noch eine Verabredung. Man weiß ja, wo man Menschen trifft, die man kennt und die Gewohnheiten. Und da werden wir dann auch mit Sicherheit den einen oder anderen Bekannten sehen und treffen. So, und hier geht's am Casablanca vorbei zum Wasser. So, und jetzt immer die erste Frage, was ist heute los am Strand? Ja, und wie heute Morgen schon gesehen, die haben die Netze nicht gespannt. Wir haben hier etwas Wind, gelbe Fahne. Also jetzt kein Wind am heutigen Nachmittag. So viele sind lustig unterwegs, die haben so ein Weihnachtshütchen auf. Und Freunde und Bekannte von uns, die haben dann auch gesagt, nein, die bleiben heute daheim, die essen heute daheim. Essen ist jetzt nicht das Wichtigste. Man geht, solange es möglich ist, raus. Und ja, die anderen, die haben Familie bekommen, da sind die Kinder angereist. Das bedeutet, da wird heute ganz einfach jetzt am Strand Kaffee getrunken. So, und die ambulanten Verkäufer, die werden jetzt ihre Hütchen los und die Weihnachtsdeko, die sie hier anbieten. Hier am Surfburger ist auch schon wieder gut Bewegung. Ja, so sieht es hier aus. Das ist die Realität am heutigen Weihnachtstag. So, und hier bei unserem Beach Club El Senador, wie zu erwarten war,
gut besucht, jetzt nicht voll in dem Sinn, dass man sagt, man bekommt keinen Platz, aber gute Stimmung hier. Ja, hier an der Bar vom El Senador, da geht es auch schon mal ein bisschen lauter zu. Da wird das Weihnachtsfest mit Bier gefeiert. Und einige haben wohl da auch schon das zweite oder das dritte. Aber jetzt geht es hier nicht ums Feiern, sondern jetzt geht es ums Ambiente hier. Dass ihr seht, was euch Weihnachten zum Beispiel hier erwartet. Es ist ja eine der teuersten Zeiten hier. Sprich, Übernachtungspreise. Ob das nur jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, das ist jetzt auch nicht unser Thema. Rote Fahne, das heißt Baden verboten. Hier planschen die Kinder. Das ist wohl ja noch erlaubt. Aufsicht ist jetzt keine hier, doch eine Person ist da mit den Kindern. Aber dennoch heißt es eigentlich Baden verboten. Da ist einer mit dem Surfbrett draußen, das ist wohl erlaubt, aber jetzt nicht hier schwimmen zu gehen. Und die rote Fahne, das sind die letzten 300 Meter hier und das Hinweisschild außerdem noch. So, hier im Hotel Faro, alles Ton in Ton, Braunton, Beige-Ton. Ja, da habe ich gerade diesen einen Wellenreiter gesehen, der auf einer richtig schönen Welle stand. So, das sind die einen, die sind jetzt hier am Strand. Die gehen baden, die gehen schwimmen. 24 Grad zeigt das Thermometer an. Ganz leichter Wind. Jetzt schauen wir mal, ob es da drüben ein bisschen wärmer noch, ein bisschen wärmer ist. So, wieder an meinem Lieblingsort, an einem meiner Lieblingsorte. Ich fühle mich hier irgendwie zu Hause. Also auch weiter draußen auf dem Meer sieht man keine Schaumkronen. Das bedeutet, dass es doch ziemlich ruhiges Wasser ist. Und jetzt gehen wir ein bisschen weiter hier an der Promenade. Einfach ein Platz zum Verweilen. So, hier rechts auf der Bank sitzt die Family und haben ihr Brot ausgepackt und speisen da Sandwich und Brot. So einfach ist es auch, dass man satt wird. Also was ich da gehört habe für Menüpreise, Aufschläge für Weihnachten, Aufschläge bis zu 140 Euro pro Person in den Hotels. Ja, das so viel Essen und Trinken kann man theoretisch ja gar nicht, oder? Aber das ist Ansichtssache und das muss jeder selber entscheiden.
Und viele gönnen sich diesen Luxus und sagen, komm, jetzt sind wir hier, jetzt machen wir das auch. Ist ja auch richtig so. Da wird ja auch mehr geboten. Es ist ja auch dann das Drumherum und das Ambiente und was weiß ich. Vielleicht kommt mal in den Kommentaren der ein oder andere, der dann auch dann sich dazu äußert, ob es nur schön war, gerechtfertigt und so weiter. So, hier wieder Maximilians und El Senador. Das ist sozusagen immer die gute Adresse hier, wenn man ein Päuschen machen möchte. Und hier die Bedienungen laufen auch weihnachtlich geschmückt herum. Finde ich auch gut. So, ich möchte noch für WhatsApp so einen kleinen Weihnachtsgruß machen. Und da bin ich am Überlegen, wo ich denn die richtige Stelle habe. Mal sehen, wo es hingeht. Aber ich glaube, da oben auf der Treppe, das ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Man hat ja auch jetzt Freunde in Übersee, Bekannte, den Horst zum Beispiel in der Dominikanischen und den Heinz. Und die freuen sich auch immer über so einen kleinen Gruß aus oder von Gran Canaria. Und ich mich natürlich auch über den Gruß von der Karibik. Da habe ich aber gehört, dass da schon wieder Unwetterwarnung ist. Ein Gebiet hat schon wieder eine rote Umrandung bekommen. Ich kann es aber nicht sagen, aber ich glaube, das ist der Norden. So, letzte Woche waren wir auf der anderen Seite. Hier jetzt zum Beispiel für Weihnachten 25% Aufschlag. Auf alle Gerichte, auf alle Getränke. 25% mehr. Und Weihnachten ist ja auch hier so ein dehnbarer Begriff. Aber ich nehme an, das wird heute und morgen sein. Normalerweise wird das so gehandhabt. So, das ist der Blick ins Hotel Costa Meloneras. Hier das Café del Mar. Und hier der Ozean der Atlantik. So ein paar Bekannte habe ich auch schon wieder getroffen, gesehen. Nein, Tara, heute noch nicht. So, hier zeigt das Thermometer 27 Grad an und also ich hätte jetzt geschätzt 26. Aber das ist schon richtig. Weil hier geht überhaupt kein Wind, hier ist überhaupt kein Lüftchen. Ja, und so kann man den Mittag hier auch genießen und verbringen. Ja, in den Lokalen relativ noch eigentlich fast gar nichts los hier. Gut, das ist ja auch eine Zeit, weder zum Essen noch zum Kaffee trinken im Moment.
Ja, und auch keine Schlangen hier bei den Geschäften, dass jetzt die Leute wirklich noch anstehen und in letzter Minute jetzt noch ein Weihnachtsgeschenk kaufen. So sieht das hier nicht aus. Ganz im Gegenteil. So, hier ist so ein bisschen der Hauptplatz. Ja, so sieht es hier aus. Das ist die Realität am heutigen Weihnachtstag. Hier sind die Menschen nicht beschäftigt. Vorbereitungen zu treffen. Die lassen das bestimmt machen im Hotel, in der Anlage oder verzichten drauf. So, hier das Hotel Rio Palas Meloneras. Ich habe ja hier Gäste, die im Faro am Leuchtturm waren. Jetzt am Freitag und sich auf die Zeit im Hotel freuen. Ja, entspannte Ruhe würde ich es bezeichnen. So, und hier der Blick schön über die Küste hier, über den Hafen von Pasito Blanco. Und bis hin nach Arginegin. Ich habe mit mehr Fußgängern hier gerechnet. So, hier nochmal der Poolbereich. Und jetzt schauen wir mal, wie viel Swim-Up Apartments Bungalow. Hallo? So, hier schauen wir mal rein. Hier sind wir ein bisschen neugierig, aber von der Seite, nicht direkt von vorne. Also erster belegt, zweiter belegt. 3, 4, 5 ist frei, 6 ist frei. Frei, dass man sieht, dass ja noch einer den Schirm nach unten ist und wo man nichts sieht. Wir sind nicht neugierig, nein, aber wir wollen es wissen. Aber das sieht gut aus, gut belegt. Ja, und die schönen Sonnenterrassen hier oben. Wir haben ja darüber berichtet. Einfach nachsehen im Kanal bei Corni Canarias. Ah, Corni Canarias, ja. Geburtstagsfeier von gestern. Geburtstagsessen, so war das. Ab 14 Uhr bei Corni Canarias. Live und in Farbe. Ja, und jetzt hier der Blick nochmal auf die Küste. So habe ich auch Bekannte, die sind dann im Pasito Blanco am Hafen. Und feiern da heute. So, und hier wird es jetzt schon richtig ruhig. Hier geht es ja zum nächsten Strandabschnitt, zum
zur Costa Meloneras, Sunset Beach genannt oder Strand von Meloneras. Ich habe auch ja dann schon wieder gehört, beim Buchen nicht ganz gut aufgepasst, wo man hinkommt, einfach eben da gebucht. Und dann wollte man eigentlich am Maspaloma-Strand sein und ist da in der Nähe vom Meloneras gelandet. Also schon beim Buchen gut aufpassen. Schaut euch an, wie schön glatt und ruhig das Wasser ist. Wir schauen aber auch mal ein bisschen hier ins Hotel. Via del Conde. Gibt es auch ein Video drüber, wenn ihr Interesse habt. So, jetzt wäre es angenehm, ich könnte bergab bis zum Sunset Beach fahren, mache das aber nicht, denn ich habe ja noch so eine Verabredung hier hinter mir im El Senador. Das war auch so eine Verabredung, dass man sagt, wo treffen wir uns? Ja, am 24. im El Senador. Dann habe ich gelesen, da ist jemand mit dem Fahrrad unterwegs, das wird er jetzt nicht sein, von Holland nach Gran Canaria. So, das würde mich natürlich auch interessieren, ob man da nicht ein paar ja, Stationen mit der Kamera festhalten kann. Sollte der jetzt im Kanal. Ich habe auch ihm, glaube ich, im Kommentar geantwortet. Vielleicht hört das jetzt ja auch. Der da die Reise macht mit dem Fahrrad von Holland nach Gran Canaria, dann kann er ja gerne mal ein bisschen was senden per E-Mail. So, hier ist der Weg, der nach unten führt. Der ist nicht, das ist nicht gesperrt. Also man macht hier nichts Unrechtes, wenn man hier runter geht. Warnung natürlich vor herabfallenden Steinen und man muss es auf eigene Risiko machen, ganz klar. Aber es ist ein Schotterweg. Nicht tragisch. Auch hier die Thalassiotherapie und das Restaurant vom Via del Conde kann man auch als Nicht-Hotelgast nutzen. Ja, jetzt Gegenwind, aber Wind kann man da immer noch nicht zu sagen. Ja, so viel hier oder so wenig ist hier los, also das heißt jetzt von Massentourismus in dem Sinne jetzt zu reden über Weihnachten und kein Platz überfüllt, kein Strandplatz, kann man glaube ich nicht reden. Sollte jemand andere Erfahrungen machen, kann er mir das gerne im Kanal mitteilen. Oder uns, nicht mir, sondern uns. Ja, ich werde dann auf jeden Fall das Fahrrad noch ein bisschen abstellen und dann auch ganz gemütlich zu Fuß noch ein bisschen laufen. So, nochmal hier das Hotel Rio Gran Canaria, 4 Sterne. All inclusive. Kann jemand mal berichten, wie war es Freitag bei dieser White Party oder Neon Party, die hier freitags veranstaltet wird oder wurde? Ich weiß nicht, ob es jeden Freitag ist. Vielleicht hat ja jemand Info. Oder war mit dabei.
So, morgen wird auf jeden Fall ein bisschen mehr hier los sein. Da sind die, ja, viele spanische Familien dann auch hier unterwegs. Ihren Sonntagsspaziergang dann hier zu unternehmen an Bolivar. So, nochmal hier der Blick zum Hotel, Pool. Und hier zum Eingang. Keine Schwimmer, keine Taucher heute, nein. Gefragt wurde ich, ob es auch geführte Fahrradtouren gibt hier. Also das weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht sagen. Nicht, dass es mir ins Auge gefallen ist. Ich weiß nur, bei den Fahrradvermietern, da gibt es sowas. Aber jetzt unabhängig vom Fahrradvermieter, geführte Touren habe ich nicht gesehen. Ich weiß, dass bei Free Motion wohl Touren angeboten werden. Dann gibt es auch hier ein paar Anbieter von E-Bikes und die machen dann auch Touren 12, 14, 20 Kilometer, wie auch immer. Die bieten das an. Und dann wurde ich auch noch gefragt, Wandertouren, Wandertouren gibt es hier ja. Da muss man die Gran Canaria Olé sich ansehen und da hat man dann die Touren, die Gruppen, die Kontaktnummern und kann dann eben auch geführte Wandertouren ja mitmachen. So, jetzt bin ich schon wieder ein bisschen schnell hier unterwegs. Ja, hier ist, seht ihr, wesentlich mehr los. Und auch ein bisschen mehr Wind. So, jetzt habt ihr die Runde hoch und runter miterlebt. Jetzt wisst ihr, was hier los ist. Und viele Gäste kennen das, die wissen das. Und es gibt aber einige, die wirklich noch nicht einmal hier waren. Die ganz einfach mal gegoogelt haben, Gran Canaria, vielleicht so auf den Kanal gekommen sind und sagen, schau mal, vielleicht ist es was für uns. Und die sind dann doch sehr, sehr bemüht, dann immer wieder diese Wege hier zu sehen. Um sich ein Bild zu machen, einen Eindruck. Und ihr hört schon oder ihr merkt es, der Wind wird stärker. Ich habe das Mikro dabei, aber ich versuche es noch ein bisschen. So, jetzt schalte ich mal ab, weil es hier sehr unruhig wird beim Fahren. Oh. Hallo? Hallo? So, und? Ja, ich fahre jetzt nochmal vor und schaue da nochmal. Dann sagst du Bescheid. Dann sage ich Bescheid. Wir sitzen hier. Ihr sitzt hier. Lasst es euch gut gehen. Ja, und gesagt, getan, Verabredung, wie jede Verabredung,
perfekt ausgemacht am Weihnachtstag am Surfburger. Nein, nicht am Surfburger, am El Senador. So, ich gehe mit euch nochmal hier Richtung Strand und möchte euch das nochmal zeigen, wie das hier aussieht heute. Morgen hat man ja schon gesehen, viele Steine bedeckt. Und jetzt gehen wir da noch mal ein bisschen längs. Ja, das ist jetzt der Weihnachtstag, der 24. Dezember. Und ja, die Frau in Rot, hübsches Kleid. Und jetzt ist ja eigentlich Niedrigwasser. Genau, jetzt ist Niedrigwasser. 15.53 Uhr oder so, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, wenn ich überlege, was früher alles gemacht wurde, am 24. Vorbereitungen, Essen vorbereitet, Weihnachtsbaum, Kirche, Bescherung, Essen. Uiuiui. Und jetzt ist das alles ein bisschen anders. Das sind jetzt meine Weihnachtsvorbereitungen hier. Nein, es gibt auch was Gutes zu essen heute. Ganz, nicht ganz, sondern ganz Brust, Gänsebrust. Mit Klößen und mit Blaukraut. Also verhungern werden wir nicht. So, ich gehe jetzt mal hier zu meinem Plätzchen und sage jetzt erst schon mal hasta luego. Vielleicht melde ich mich noch mal. Ansonsten noch einen schönen Weihnachtstag beziehungsweise auch einen schönen Tag morgen. Vielleicht konnte ich euch ein bisschen Weihnachtsfeeling von diesem Fleckchen Erde hier rübergeben. Ich habe gerade gesprochen mit Deutschland und da werden Kinder und Enkelkinder erwartet und da geht es jetzt richtig los. Und ich sage bis dann, hasta luego.